So, und jetzt stellen wir Ihnen Jochen Weigelt vor. Das ist ein Fotograf aus Wesel und der interessiert sich auch für die Ecken und Winkel in unserer Umwelt, die uns gar nicht mehr auffallen, weil sie normal sind, weil sie belanglos sind. Und er hält auch gerne immer dran drauf, wenn wir sagen, Mensch, das ist doch eigentlich pottenhässlich. Also da fragt man sich dann schon mal, was will uns dieser Künstler damit eigentlich sagen? Naja, das sah halt gut aus, nicht? Und da dachte ich, da kann man auch, das kann man auch mal ruhig fotografieren, nicht? Und dann mit Langzeitbelichtung gibt es ja diese spannenden Effekte. Das war eigentlich schon alles, nicht? So ist er. Einfache, schlichte Objekte. Eine langzeitbelichtete Lichterkette. Alltagsdinge mal anders. Kann ich Ihnen unterstellen, dass Sie eine gewisse Verwirrung stiften wollen? Liebe Zeit, auf jeden Fall. Jochen Weigelt sucht das Alltägliche. Er nennt es niederrheinischen Realismus. Ah, das ist doch schön. Also ich gehe da mit keinem festen Konzept ran und sage, das muss jetzt so und so werden. Das ist eher ein Prozess. Vielleicht ist das ja auch typisch niederrheinisch, dass man die Dinge sich entwickeln lässt, anstatt ein festes Ziel vor Augen zu haben. Wobei, es gab bei Jochen Weigelt einen lang gehegten Wunsch. Einmal bei uns im WDR-Studio Duisburg fotografieren. Wir haben ihn erfüllt. Ich spiele damit ein bisschen rum. Das Spiel ist das Ziel. Weigelt lässt sich treiben, macht Schnappschüsse. Was reizt Sie an so einem Gebäude? Ist doch ein ganz normaler Funktionsbau, oder? Das, was dabei hinterher rauskommt. Das wird vielleicht nicht so aussehen wie jetzt. Verraten Sie schon was? Ich weiß es selber noch nicht. Na dann, wir warten ab. Hier in Wesel war er schon mal im richtigen Moment. Man muss eben nur da sein, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Nicht? Und dann macht man das Bild und dann wird's was, oder nicht? So wandelt Weigelt durch Wesel, sammelt Motive im Vorbeigehen. And this man that I was saying was the real me. Und es zeigt sich, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Die würde ich so beschreiben, dass es durchaus möglich ist, aus Sachen, die schon etwas dem Verfall preisgegeben sind, noch eine ästhetische Komponente rauszukitzeln. Das war jetzt so ein Moment, ne, der mir gefallen hat. Bei Naturvölkern ist das ja oft so, dass sie sagen, ein Fotoapparat, der raubt mir die Seele, wenn er mich fotografiert, ja. Und das ist doch ein schöner Ansatz. Weigelt will die Seele eines Gebäudes erkennen. Übrigens hier seine Schnappschüsse in unserem WDR-Studio. Sachen, die immer da sind, die muss man ja nicht auch noch pausenlos angucken. Da hätte man ja viel zu tun. Und wenn man das dann trotzdem macht, kann man Überraschungen erleben.